Meine Damen und Herren, einen großen Applaus für Paweł Popolski! Hey! Hallo! Paweł, wie schön, dass du da bist. Popolski! Und er ist ja auch bestens ausgerüstet, sehe ich gerade. Was hast du da dabei? Ein Fläschchen? Was ist da drin? So, ich habe ein kleines Fläschchen Futra mitgebracht. Oh. Selbstgemacht von der Familie mit weit über 98%. Leute, damit ein bisschen der Stimmung an der Hütte kommt, habe ich gedacht, gibst du vielleicht als allererstes. Soll ich das alleine trinken? Komm rein. Nicht alleine, sondern mit mir zusammen natürlich. Und es ist eine 1A-Wodka, um hackedicht zu werden. Das ist das Ziel. So. Das kann ich ganz gut. Ach, guck mal, das wollte Frau Steffen haben schon wieder eingehört. Paweł. Kommst du her? Piotr, nein, Paweł. Eine Wodka auch. Ach. Oh, hast du da was mitgebracht? Schau, was ich dir mitgebracht habe. Von dem Imbiss gegenüber, mit lieben Grüßen. Mm. Er war so begeistert. Er ist Fan von deinem Opa auch. Eine Südfrucht, meine Damen und Herren. So, viele, viele Dank. Vom Istanbul-Imbiss. Ach, danke, endlich. Eine Wodka. Sowieso. Das ist ja auch eine alte Regel, man soll nie nüchtern moderieren. Man soll nicht unter 2,4 Promille moderieren, da geht in der Kose. Trinko, yeah? So, ich trinke aus der Flasche. Prosti. Trinko, yeah? Prosti. Gibst du der? Ey, da ist ja Wasser drin. Was, echt? Was hast du schon alles vorher getrunken, dass du denkst, du bist so auf Eierlikör, ja, verstehst stimmt. du, dass überall, wo kein Zucker drin ist, ist plötzlich Wasser. Na gut. So, ja, ich bin schon hackedicht, ich könnte direkt loslegen. Bitte. Das sollst du, bitte. Na gut. Jack Schamarsch. Ja, ich habe hier eine wundervolle Kofferschlagzeugstern. Der brauche ich für die nächste Geschichte. Denn ja, unser Opa Piotr Popolski hat die gesamte Popmusik erfunden, lieber Freunde. Der ging teilweise auf eigenartige Art und Weise. Ich erinnere mich, es war etwa Anfang von der Mitte, von der Ende von der 70er Jahre. Wir wohnten in der Plattenbau in Sabrze, in der 12. Etage von der Plattenbausiedlung. Und irgendwann kam der Opa in der Küche und redete merkwürdiges Zeug. Er sagte, was sagt er, Hibs, Hobbs, Hibs, Hobbs, Hoppe, you don't stop. Keiner hat verstanden, was der Opa sagen wollte. Ich habe gesagt, Opa, was redest du für eigenartiges Zeug? Und der Opa sagte, warte ab, Pavelchen. Warte ab, ich habe eine nagelneue Musik erfunden. Ich sage, wenn der soweit ist. Wenige Tage später rief mich der Opa in sein Komponierzimmer und er sagte, hey, Paweł, ich habe eine Musik erfunden, stell dir vor, wo keiner singt. Ich habe gesagt, was für eine verrückte Idee, ein Lied, wo keiner singt, was soll das sein? Nein, sagte der Opa, ich hatte die Idee auf einen Spaziergang in der wundervollen Natur in der Gegend von Sabrze. Ich ging durch eine gelbe, blühende Feld und plötzlich fiel mir ein der Name von der Musik, wo keiner singt und ich nannte sie der Rapsmusik. Ich muss sagen, ich war ziemlich verblüfft. Ich konnte noch nicht direkt etwas damit anfangen. Das Lotti war noch nicht gefallen. Ich habe gesagt, Opa, was um Himmels Willen ist da für eine Musik? Ja, sagte der Opa, du brauchst nur einen Kontrabass, eine Schießbude und fertig ist die Rapsmusik. Ich habe hier heute Abend einen polnischen Kassettenrekorder mitgebracht und darauf ist der legendäre Bassfigur, der der Musikgeschichte für immer verändern sollte. Ich glaube, wir haben heute, wir können da reinfahren. Hast du den Kassettenrekorder an der Laufen? Von der Firma Sonitzky, liebe Freunde, nur nebenbei. Okay, gibst du Gas da hinten? Ah, da höre ich schon. Fantastische Qualität. Ja, ich hörte der Bassfigur das erste Mal und ich muss sagen, ich hatte sofort Kribbeln in der Füße. Und der Opa sagte, Pavelchen, jetzt musst du eine schöne abgestandene Schlagzeugbeat spielen. Ich sagte, Opa, nichts leichter als der, setzte mich direkt an der Schießbude und hämmerte der Polka los. Doch zu meiner Entsetzen rief der Opa, stopp, Pavel, stopp, da ist völlig falsch. Keine Polka bei der Rapsmusik. Du musst der Beat kitzeln.
langsam aus der Reserve locken, spielst du auf der Hi-Hat eine kleine Zzz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